Also hier oben ist nichts mehr. Die hat eigentlich schon Geräusch. Da ist ja wohl eine Topf hier. Wenn hier nämlich mal einer hier fräst. Also, kann ich so einfach. Yes. Ja, keine komm. Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Aha, dann nimm einen Pümpel. Geht tatsächlich. Ah. Toll. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ja. So. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Nee, warte mal, eine Mausefalle? Nee. Brauchen wir was Komisches, damit wir da was reinpacken können. Moment put, 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 mal. Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, dann such dir den mal. Ich nehme in der Zeit, glaube ich, mal die Mausefalle. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Öl. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Das ist schön. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Das ist nicht schön. Ah, warte mal, wir können... Warte mal, wir können... Ah, ich habe da eine Idee, ja, okay. Ich glaube, ich bin irgendwie ganz zufällig auf Escape gekommen. Hä? Wie kommt man denn von hier aus auf Escape? Okay. Nein, wir können mal das Öl einfach mal so, wie es sich gehört, in die Spüle kippen. Und weg damit. Schön, jetzt haben wir... Jetzt können wir mit der leeren Dose die Wasabi-Nüsse aus den Ritzen holen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein ganzes Glas. Ah, ist voll. Du Scheiße. So, jetzt haben jetzt wir kann das Wasabi Mist wie was erleben. Ja, jetzt haben wir Wasabi-Nüsse als Köder. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Put, 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 komm zu Papa. Ja, nu. Mist, ich brauche... Ja, ist in Ordnung. So, jetzt machen wir hier... Na, nu. So, ab da rein. Aber put, wieso put, möchte... put, komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Das glaube ich dir. Oh, obwohl, wieso mag eine Zahnbürste Wasabi-Nüsse? Bürstenjäger, Errungenschaft freigeschalten. Okay. Dann brauchen wir, haben wir die Zahnbürste, die können wir hochbringen. Und Proviant haben wir auch. Nein, ich habe... Ja. Genau, Proviant einmal da rein. Proviant. Check. Und die Zahnbürste. Check. Zahnbürste. Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Wegen so ein paar Sachen. Lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Zahnbürste. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Mit Abstand den meisten. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Aha. Dann kann's ja losgehen. Da sind wir draußen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das
wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ja, okay. Jetzt sind wir hier. Wir wollen uns anscheinend mit dieser Kapsel und einem Raketenwerfer, Harpune, was weiß ich, auf den Orbit stürzen. Dazu sieht man hier diese komische Bahnstrecke. Diese Bahnstrecke ist dieser Orbit. Da fährt so ein komisches Viech drüber und ja, lädt, glaube ich, Müll ab oder so. Deswegen ist das hier auch ein Schrottplanet. So. Und falls man es noch nicht bemerkt haben sollte, Deponia steht für Deponie, also eine Mülldeponie. So ist interessant, dass hier eigentlich nur alles nur aus Metallschrott besteht. So, Kapseltür machen wir mal öffnen. Und dann packen wir mal den Körper. So, und wohin jetzt damit? Ja. Das Staufach ist zu. Dann mach's offen. Das Staufach... Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Ja, gut. Ja, mach da rein. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Nie denkt ja was. Da ist kein Platz. Dann bau den scheiß Sitz aus, du Vollhorst. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ey, nicht ernsthaft, der Schraubenschlüssel. Den nehmen wir mal. Und dann machen wir mit dem Schraubenschlüssel einfach mal den Sitz fest. Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aufnahme öfter mal trinken, weil das macht nämlich irgendwie... Es hat hier heute sehr warm. So, jetzt Koffer. Rein damit. Da ist Platz. Da ist kein Platz. Schiene? Wieso Schiene? Ja, okay. Koffer? Ja, der muss doch da reingehen. Da ist kein Platz. Och Mann, halt doch die Fresse. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Ja, das ist schön, dass die Batterie das Staufach besetzt. Da ist kein Platz. Boah. Da ist kein Platz. Okay. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Gut, dann brauchen wir erstmal eine andere Idee. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Dann lass ihn doch, du Mann. Was machen wir jetzt? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Dann nimm den Scheiß. Da ist kein Platz. Koffer. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Batterie, Staufach, Kapseltür, Schiene. Benzel. Dabei kann er mir nicht helfen. Er ist so schrecklich ungeschickt und dumm. Ohne einen guten Freund wie mich wird er es ganz schön schwer haben. Sicher. Da ist kein Platz. Also im Hintergrund guckt mein Vater übrigens Fußball und ja. Irgendwie muss ich Platz für meinen Läuft Koffer schaffen. Läuft gerade nicht so gut. So. Hey, ich muss doch irgendwie diesen Kack-Koffer da hinkriegen. Da ist kein Platz. War nämlich mal so. Oder war da irgendwie noch was drunter? Das ist auch möglich. Kapsel zu. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Oh. Ja, das ist natürlich also, länger geht es nicht. So, warte mal. So, und nun?
Na geht doch. Ah. Und die Batterie jetzt dahin. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Auf der Batterie, du Affe. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger mit noch, Öl. Wo soll ich sitzen? Dass du gerade weggekippt hast. Mit einer Fahrradklingel. Moment mal. So vielleicht? Da muss nichts geschraubt werden. Ach, dann halt doch die. Der ist jetzt wohl überflüssig. Der ist jetzt wohl überflüssig. Gut, dann schweißen wir den Scheiß fest. Das sitzt auch so schon fest genug. Nein, die Batterie. Das sitzt auch so schon fest genug. Die Batterie soll zu schweißen. Ah. Gut, also es ist alles... Da muss nichts geschraubt werden. Nicht? Da muss nichts geschraubt werden. Nicht? Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Auf der Batterie. Nun setze ich auf die Batterie. Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Okay, jetzt erstmal überlegen. Wir haben noch einen Sitz, der aussieht wie eine Fahrradklinge, einen überdimensionierten Schraubenschlüssel und ein Handschweißgerät. Warum auch immer man das in der Tasche mit sich rumführt. Und ja. Irgendwie. Ich höre gerade mal ein bisschen komisch. Gut. Batterie. Was könnte man denn noch machen? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja, komm, halt doch die Fresse. Sitz. Der ist jetzt wohl überflüssig. Gut. Da muss nichts geschraubt werden. Moment mal. So. Und wohin jetzt damit? Da. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Okay, was haben wir hier noch? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Gut. Ich habe gerade mal keine Ahnung, wie wir das Ganze festschrauben sollen. Ja, Wenzel. Hey, Wenzel, was gibt es? Oh, mach es gut, Wenzel, aber auch wegen des Plans. Ich mache mich dann wieder an die Arbeit wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? So, was ist denn... Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organonkreuzer. Sobald er da ist... Zündest du die Lunte an und nichts mehr ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Sicher. Wohin mit der Batterie? Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiere. Ich muss fit sein. Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Okay, keine Probleme. Keine Probleme? Wieso? Nett, wie... Ja, ist schön. Ich mach mich dann besser. Ja, sicher. Gut, dann versuchen wir nochmal einmal die Batterie da dran. Aber wie hält sie dann? Und gar wichtiger nicht. Noch, wo Mann. Soll ich sitzen? Auf der Batterie. Sitz? Geht da... Nee, das geht jetzt. Boah. Der ist jetzt wohl überflüssig. Ich
wollte gerade sagen, also... Niemals! Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Mhm. Der ist jetzt wohl überflüssig. So, komm. Kann ich jetzt... Hänge ich irgendwie ständig auf der Dings-Taste, auf der Escape-Taste. Ich werde mich ganz kurz mal irgendwie den Spiel höher setzen. So, besser. Ja. Batterie. Aber wie hält aber immer noch nicht. Mann, ey. Wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Was können wir hier machen? Wir können die Schublade nochmal... Staufach können wir nochmal aufmachen. Und das... Ja, Staufach. Staufach auf und zu. Mehr geht nicht. Aber wie hält sie und wichtig... Aber ja, wie hält okay. Und... Ich versuche jetzt, glaube ich, schon viel zu lange. Das wird nicht funktionieren. Wir gehen nochmal rein. Ich mach die Musik. Ja. Oh, ihr brodelt immer noch der scheiß Kochtopf. So, was können wir denn machen? Wie kann das sein? Ich habe auf die scheiß Enter-Taste gedrückt. Die Tastatur steht mal definitiv scheiße. Okay. Na gut. Was könnte man nehmen? Ach, vor Tonis Hütte, da waren wir noch gar nicht. So. Hier ist eine Chilischote. Autsch, heiß! Gut. Autsch, heiß! Autsch, heiß! Gut, gehen wir einmal rüber und sprechen mit Hanek. Hallo, Hanek! Hi, Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Ja. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Hat es auch nicht. Ist doch gut. Ja, naja, der Plan kann an sich ist perfekt, aber... Der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Kenn ich mir auch nicht. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Gut, ich krieg das schon hin. Sicher. So, und diesen... Aha, ich weiß es. Ich weiß es. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. So, wir nehmen nämlich jetzt einfach mal den Schraubenschlüssel und kombinieren dies mit dem Briefkasten.
Und zack, weg damit. Jetzt haben wir die entscheidende Idee. Jetzt brauchen wir jetzt einfach mal den Briefkasten als, ja, Sitz mit Batteriefach. Würde ich sagen. Das? Nee, geht nicht. Ist aber wurscht. Ja, nu. Was ist jetzt?